Schneider, heute gibt es die bundesweite Demonstration, Reichtum besteuern, vom Paritätischen Verband organisiert. Wie wollen Sie das erreichen, den Reichtum besteuern? Wir reden von einer Umverteilung. Wie wollen Sie das machen? Technisch brauchen wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen, um wirklich bei den Superreichen anzusetzen und hier etwas umzusteuern, die soziale Infrastruktur vor Ort. Dazu braucht es die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Wir sollten eine Vermögensabgabe realisieren. Wir sollten auch bei der Einkommenssteuer die Spitzensätze erhöhen und schließlich die Erbschaftssteuer endlich auch so umsetzen, dass da was bei rumkommt. Dann hätten wir genug Finanzmasse, um den Sozialstaat weiter zu finanzieren. Gut, wir reden von Reichtum. Das Gegenteil ist die Armut. Und gerade die Altersarmut scheint in Deutschland zuzunehmen. Was sind die Forderungen, um auch da im Alter genügend Ressourcen für jeden zu haben? Obwohl es läuft eine Lawine zu, gerade von Altersarmut. Wir werden in 10, 20 Jahren wirklich weit mehr als 10% alte Menschen in Grundsicherung haben. Deswegen müssen wir jetzt die Rentenversicherung armutsfest machen. Das heißt, wir brauchen eine Zusatzrente. Der 35 Jahre gearbeitet hat, muss nicht zum Sozialamt gehen müssen. Und wir brauchen in der Tat die Festschreibung des Rentenniveaus auf jetzt 50%, damit sich immer mehr Menschen tatsächlich in die Armut fallen. Gut, gestern gab es vielleicht nicht ganz überraschend die Kandidatur von Herrn Steinbrück als Kanzlerkandidaten. Steinbrück gilt jetzt nicht gerade von der linken Seite, vom linken Flügel der SPD. Was erwarten Sie sich vom Kanzlerkandidaten Steinbrück? Was erhoffen Sie sich? Wie wird das für Sie weitergehen? Für all diejenigen, die gehofft haben, dass die SPD sich besinnt und zu einer Festschreibung des Rentenniveaus auf 50% kommt, ist natürlich die jetzige Nominierung von Herrn Steinbrück erstmal eine Enttäuschung. Es ist fraglich geworden, ob die SPD und auch Herr Steinbrück tatsächlich jetzt sich dran macht und eine echte alternative Rentenpolitik vorlegt. Vielen Dank. Reicht Ihnen das? Ja.